YouTube-Kanal, hatten wir heute auch schon, dass YouTube super genutzt werden kann als Traffic-Strategie, indem du einfach deine eigenen Inhalte hochlädst, Interview machst oder einfach nur mit Trailern beginnst oder Präsentationen. Du musst nicht mal selbst vor der Kamera stehen. YouTube an sich ist einfach ein Kanal, da muss man stattfinden inzwischen, egal wie schwer es manchmal ist für einen, da hochzukommen. Wenn du im Internet erfolgreich sein möchtest, dann YouTube auf jeden Fall nutzen und da richtig schön Content reinpumpen. So, genau, da sieht man meinen Kanal. Selbst mit meinen Abonnenten, gerade mal 2600, merke ich halt einfach, dass es eine richtig geile Traffic-Strategie ist. Wenn man seine, links sieht man die Nischen-Webseite, rechts sieht man, wo ich mein Buch mit reinbringe. Wenn man einfach in die Beschreibung den Link reinbringt, darauf auch immer hinzielt, dass dann einfach YouTube eine geile Traffic-Strategie ist, selbst wenn man noch nicht 50.000 Abonnenten hat. Also nicht verzweifeln, sondern schön weiterpumpen und dranbleiben. So, wir bleiben bei YouTube, gehen aber in eine andere Strategie rein, und zwar YouTube-Kommentare. Ganz einfaches Beispiel. In einer meiner Nischenwebseiten, Ballwurfmaschine Hund, da habe ich ganz gern einfach irgendwelche Videos mir herausgesucht, wo mit Hunden gespielt wurde. Das gibt es ja zu Haufen, und dort einfach immer ein kleines Kommentar abgesetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich ganz viel kostenlosen Traffic über diese Videos bekommen habe auf meiner Nischenwebseite. Das waren kaufstarke Besucher, die dann auch Produkte gekauft haben. Und damit ist es fertig. Ganz schnell gemacht. Kleine, aber saftige Traffic-Strategie. Nächster Podcast. Jeder, der Dirk Kräuter folgt, dem brauche ich jetzt nicht erzählen, wie wichtig und wie geil Podcast sein kann. Und ich habe jetzt hier noch hinzugefügt mit RSS-Feed. Das heißt, auf der einen Seite nutze den Podcast selbst und die Beschreibung, um einfach dein Angebot, dein Leadmagnet oder deine Webseite da reinzupacken, damit jeder auch vom Podcast direkt darauf klicken kann oder den Link kopieren kann. Aber zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, gerade bei WordPress rechts zu sehen, so ein kleines Plugin zu installieren, um dann auch selbst den Podcast auf seiner eigenen Webseite zu hosten und dadurch auch noch mehr Möglichkeiten zu haben, auf den veröffentlichten Plattformen der Podcasts seinen Link mit einzubinden und darüber noch mehr Traffic anzuziehen auf seine Webseite. Das zum Thema Podcast. Nächstes Ding, Bookmarks und RSS-Feeds. Hört sich mega langweilig an, ist es an sich auch, aber seit Jahren funktioniert diese kleine Traffic-Strategie geil. Und das ist es, was zählt. Ich weiß auch nicht so richtig, wo die Besucher da alle herkommen, aber ist auch egal. Hauptsache, sie sind kaufstark in dem Fall. Und links sieht man hier ein RSS-Feed und rechts so einen kleinen shopbookmarks.de. RSS-Feed hat WordPress auch inklusive. Und die kannst du auf so einen kleinen RSS-Plattform einfach mit einbinden. So eine Bookmarkshops.de, die gibt es auch zuhauf, oder so eine Bookmarks-Plattform, sind ja an sich Lesezeichen-Plattformen. Da kannst du auch einfach deine Webseiten mit einbinden und interessanterweise immer noch gibt es dort viele Besucher, die raufgehen auf solche Bookmarks-Plattformen, dadurch crawlen nicht, aber da sich drauf bewegen und dadurch immer so ein kleiner Unendlichkeitstraffic stattfindet. Manchmal sind es nur 3, 4, 5 Besucher pro Tag, aber das halt einmal angeschoben über Jahre. Da ziehe ich heute noch von kleinen Backlinks, die ich gesetzt habe, die ich vor 4 Jahren gesetzt habe. Also klein, aber auch fein. Nächstes Ding, Nischenblogs. Das ist wieder eine typische Backlink-Strategie. Du suchst dir Blogs raus in deiner Nische, die relevant sind, gehst drauf, setzt einen kleinen Kommentar und packst deine Webseite mit rein. Die einfache Variante ist einfach, dass du deine Webseite in dem vorgegebenen Feld reinbringst und dann wird sie mit deinem Namen verbunden, verlinkt und ist auf der einen Seite ein Backlink, ne, für einen kleinen Google-Rank-Faktor. Auf der anderen Seite kannst du halt Glück haben, wenn jemand draufklickt. Geiler ist es, wenn du es direkt in den Kommentar den Backlink irgendwie mit einbaust, die Verlinkung reinnimmst und darauf noch hinweist. Dadurch kommt einfach mehr Traffic zustande, ist aber auch immer das Risiko dabei, dass die Admins das nicht so lustig finden und einen dann wieder löschen samt Kommentar. Instagram-Push-Strategie. Instagram ist ja mega groß und mega beflutet geworden und da hat der Unterstützer und Supporter in meinem Team, Alex, eine geile Strategie dazu gefunden oder mitgenommen, indem er einfach über Interaktion mit den Abonnenten, also erstmal schön Content pumpen, ne, schöne Bilder, Hashtags, dazu noch coole Texte, die
in der Nische relevant sind. Und dann kommen erstmal automatisch die ersten Abonnenten, die dann anschreiben, sich ein bisschen mit denen verstehen und dann direkt das Angebot, also entweder den Leadmagnet oder die Webseite, anbieten. Natürlich im sinnvollen Bereich, nicht zu spammen, sondern immer was Sinnvolles den Leuten schreiben, damit sie auch Bock haben, dieses Angebot dann anzunehmen. Und da habe ich einfach gesehen, dass er sich da einfach in ein paar Nischen, so eine kleine Kanäle aufgebaut hat. Man sieht hier auf den Folien zwischen 1.000 und 2.000 Abonnenten. Das sind aber alles Kanäle, die nur ein oder zwei Monate gebraucht haben, um auf solche Größe zu kommen. Und das finde ich dann schon recht schnell. Und ich sehe das auch inzwischen an meinen Webseiten, an meinen Angeboten, dass einfach jeden Tag darüber sehr viele Leads generiert werden, sehr viele Käufe kommen, und das ist schon recht cool. Das ist relativ wenig Aufwand für viel Traffic, der jeden Tag reinkommt. Und zusätzlich gibt es natürlich einige Automatisierungsmöglichkeiten, wie man da noch weniger Arbeit und noch mehr rausholt. So, Google Alerts war am Anfang einer meiner kleinen Lieblingsstrategien, finde ich sehr interessant. Google Alerts ist eigentlich dafür gedacht, dass man sein Thema, was man gut findet, dort einträgt. Und dann wird man immer benachrichtigt, wenn es zu diesem Thema einen neuen News-Artikel gibt, irgendwas Neues im Internet kommt, um sich damit zu beschäftigen. Als Online-Marketer kann man das aber noch ganz lustig benutzen. Man packt einfach seine Nischen-Keywords damit rein, seine E-Mail-Adresse, und bekommt dann per E-Mail immer etwas oder immer eine Mail, wenn es etwas Neues auf dem Blog, ein YouTube-Video, einen Forum-Beitrag gibt. Und dann klickst du einfach auf den Link in der E-Mail und guckst dir, wie du da irgendwie deinen Backlink, deinen Link mit unterbringen kannst. Und dann sieht das so aus wie auf der rechten Seite hier, dass du ein buntes Gemisch an Traffic-Strategien oder Traffic-Wegen hast, dass von überall irgendwas herkommt, überall ein bisschen, einige kaufstarker, andere weniger. Und dann funktioniert das einfach. Ist so eine passive Backlink-Strategie, funktioniert aber seit je und eh. So, dann, was auch relativ stumpf funktioniert, ist das ganze Thema Backlink-Konkurrenz ausspionieren. Gerade wenn man mit der eigenen Webseite, mit dem eigenen Angebot immer weiter höher im Google-Ranking rutscht mit der Webseite und dann merkt, ich komme an irgendeinem bestimmten Menschen hier nicht vorbei, an irgendeiner bestimmten Webseite. Und dann nutzt man so ein Portal wie backlinktest.com, gibt dort die Webseite, die URL von dem Konkurrenten ein, an dem man vorbeiziehen möchte, und sieht die ganzen Backlinks, die er gesetzt hat. Und dann nutzt man einfach diese ganzen Links, geht darauf, setzt die ähnlichen Backlinks, natürlich nicht alle an einem Tag, dann wirst du nämlich abgestraft, wenn du das zu offensichtlich zu krass machst, aber immer so ein, zwei, maximal drei pro Woche, auch schön verteilt. Und dann hat man auf der einen Seite den Effekt davon, dass man aus diesen ganzen Richtungen wieder Traffic einsammelt, schön kostenlosen Traffic, der entweder mehr oder weniger ist, aber es ist wieder leichte Arbeit. Auf der anderen Seite hast du halt wieder einen Google-Rank-Faktor mehr, manchmal weniger ist, aber dazu führt, dass umso länger du das machst, umso höher rutschst du im Ranking und kommst dann irgendwann automatisch an deinem Konkurrenten vorbei. Und so bin ich mit vielen kleinen Nischen-Webseiten locker in die Top 10 reingekommen und dann auch relativ schnell an der Konkurrenz vorbeigezogen. Forum-Backlinks, einer der schwergewichtigsten Linksetzungen und an sich simpel, ne? Du nutzt einfach ein Forum in deiner Nische, die relevant ist für deine Webseite, und versuchst dort irgendwie einen Link unterzukriegen. Ist mega viel wert, wenn du das schaffst in so einem Forum, aber ist nicht ganz so leicht, weil die Admins merken es natürlich, wenn man irgendwie Werbung für sich machen will, und löschen dann schnell mal so einen Backlink. Das heißt, du musst dir auch was einfallen lassen. Entweder du nutzt die sichere Variante und packst deinen Link einfach, dein Angebot einfach in dein Signum und machst ganz stumpf an irgendwelchen Threads mit, schreibst ein bisschen wertvollen Content mit in die Forumbeiträge, was Sinn macht, dann wirst du nicht abgestraft, hast aber auch keinen direkten Link. Die elegantere Variante ist, irgendwie den Link so reinzubringen, dass auf der einen Seite Mehrwert in dem Forum drin ist, auf der anderen Seite die Leute aber auf den Link klicken wollen, so rum, damit du dann richtig guten Traffic auf deiner Webseite hast. Und das sind dann auch Menschen, die haben wirklich Bock auf das Thema, die sind schon vorqualifiziert und haben dann richtig Bock auf dein Angebot. Ist ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn du so einen Link sicher gesetzt hast, ist das auf der einen Seite immer fast ein sichtbares ein sichtbarer Ranking-Parameter, den man bemerkt. Auf der anderen Seite ist es halt eine einfache Traffic-Strategie, über diese Foren dann Traffic zu generieren. So, Webseiten-Testimonials.
Muss man, glaube ich, nicht großartig erklären, aber ist ganz einfach zu sehen. Du suchst ja auch wieder Blogs oder Webseiten in deinem Bereich, in deiner Nische und fragst einfach per E-Mail an, hey, du hast eine geile Webseite, ich finde das cool, was du machst. Ich würde gerne ein Testimonial da lassen, was du für eine gute Arbeit machst und würde auch gerne meinen Link unten mit rein platzieren, damit die Leute wissen, woher der Mensch kommt, der das hier geschrieben hat. Ganz einfach, funktioniert auch super und gerade wenn der andere Blog, die andere Webseite gut besucht ist, kriegst du da auch wieder schön saftigen Traffic ab. Auf so eine Testimonials wird sehr gerne geklickt. Presseportale oder besser gesagt Presseverteiler. Solche Verteilerplattformen wie connectar.de bieten es an, dass du einfach eine Pressemitteilung schreibst über dein Thema, sollte natürlich ein bisschen saftig sein, guter Content, und bieten das dann an, dass du die schreibst, dort ein bis zwei Links reinpackst und die dann aber raushaust an 200 bis 300 Pressemitteilungsplattformen. Und das ist dann auch super schnell und super einfach zu machen, weil du kriegst in den ersten 72 Stunden dann richtig schön saftigen Traffic, wenn dein Blog gut ist, wenn dein Beitrag gut ist und danach so ein leicht vereinzelter Unendlichkeitstraffic, der sich über ein, zwei Jahre hinzieht, weil du dann natürlich sehr viele Beiträge quer im Internet verteilt hast. Nicht alle kommen dann, nicht alle bringen was, aber in der Masse bietet es einfach viele Möglichkeiten. Und gerade bei connectar.de kannst du die ersten ein oder zwei, ich glaube anfangs waren es zwei, inzwischen eins, steht noch zwei da, aber Pressemitteilung kostenlos erstmal versenden, um zu gucken, funktioniert das Ganze, was ich hier mache, oder funktioniert das nicht. Und wenn es funktioniert, du darüber Traffic generierst, dann kannst du dir so ein Paket hinterher kaufen, das zur kostenpflichtigen Traffic-Strategie machen und dann richtig durchstarten mit den Pressemitteilungen.